ausgepackt, Blaue Weisheiten. Unter diesem Titel veröffentlicht Autor Volkmar Laube ein weiteres Buch, das sich mit dem ersten FC Magdeburg beschäftigt. Derzeit glänzt der FCM ja nicht gerade mit sportlichen Erfolgen, über die es sich lohnen würde zu berichten. Und auch über die großartigen Siege und schmerzhaften Niederlagen der Vergangenheit wurde bereits viel geschrieben. Was für blaue Weisheiten stecken also nun in diesem neuen Buch? Dieses Buch beschäftigt sich in erster Linie mit den Episoden, mit den lustigen Geschichten, die sich auf dem Platz, aber auch in der sogenannten dritten Halbzeit, also neben dem Platz, ereignet haben. Dazu gesellen sich eine ganze Reihe von Karikaturen vom bekannten Magdeburger Karikaturisten Philipp Hubbe. Und der ehemalige Kabarettdirektor der Kugelblitze, Uli Dürrwald, hat auch eine ganze Reihe lustiger Limericks beigesteuert. In diesen Tagen begeht der erste FCM den 45. Jahrestag seiner Gründung. Logisch, dass sich in all den Jahren unzählige, amüsante und kuriose Geschichten angesammelt haben. Besonders die ehemaligen Stammspieler können einige lustige Erlebnisse erzählen. Und das haben sie für dieses Buch auch getan. Sie haben also ausgepackt. Das 80 Seiten starke Heft verrät beispielsweise, warum Jürgen Pomerenke, Axel Till und Alex Decker als Olsenbande unterwegs waren oder, besonders interessant, warum Dirk Stahmann beim DFB-Pokalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen vorläufig festgenommen wurde. Dass wir überhaupt dieses Buch machen, das zeigt ja, dass das Interesse am ersten FC Magdeburg, auch wenn er gegenwärtig nur in der vierten Liga spielt, ungebrochen ist. Und es zeigt natürlich auch, dass die vorherigen Bücher ein Erfolg waren, dass die Magdeburger Fangemeinde die Bücher sehr gut angenommen hat. Und ich denke, dass dieses Buch, weil es etwas ganz anderes ist als alle bisherigen, die sich ja nur mit der sportlichen Seite beschäftigt haben, auch von den Magdeburgern sehr gut angenommen wird. Neben vielen kuriosen Geschichten finden sich in der Lektüre auch Clubrätsel und festliche Gesänge. Noch gibt es das Buch nicht zu kaufen, aber... Die Buchpremiere ist am kommenden Dienstag, am 7. Dezember um 18.30 Uhr in Karstadt und mit dabei sind Jürgen Pomerenke, Dirk Stahmann und Martin Hoffmann. Also eine gute Gelegenheit, um auch mit den FCM-Legenden ins Gespräch zu kommen und sich Autogramme zu holen. Wer nicht bis Dienstag warten kann, MDF1 verlost 3 Exemplare des neuen FCM-Buches.